und das Schlusswort zur aktuellen Stunde zur Strukturreform der Sozialversicherung hat die Sozialministerin Beate Hattinger-Klein. Danke, Herr Präsident, hoher Bundesrat, Herr Abgeordneter. Es geht nicht um eine Zerschlagung, es geht um eine Verbesserung im Sinne der Patienten und Versicherten. Und das ist unser Ziel und das werden wir erreichen und das sichere ich auch als Gesundheits- und Sozialministerin. Zur Kollegin der Sozialdemokratie. Es wäre mir neu, dass bei der Sozialversicherung der Bauern und bei der Sozialversicherung der gewerblichen Arbeitnehmervertreter drinnen sein sollten. Also das verstehe ich nicht, aber vielleicht ist es Ihr Zugang, um noch mehr Macht auch in solchen Institutionen zu kriegen. Ich verstehe es nicht. Ja? Also da sieht man aber, sage ich einmal, diese Denkweise. Und verzeihen Sie, meine Damen und Herren der Sozialdemokratie, aber es ist wichtig, dass es eine Arbeitnehmervertretung, eine Gewerkschaft gibt. Das ist außer Diskussion für uns alle, glaube ich. Ja? Aber, sorry, ihr habt ein bisschen die Zeit versäumt, was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eigentlich wollen. Was die junge Generation hier eigentlich will. Ja? Das ist irgendwie teilweise an euch vorbeigegangen. Die wollen eine Arbeitszeitflexibilisierung. Die wollen eine Arbeitszeitflexibilisierung. Die wollen mehr Zeit haben. Die wollen nur 4 Tage in der Woche arbeiten und einen Tag frei haben, um mehr Zeit für Freizeit und Familie zu gewinnen. Also das sind die Themen. Ja? Und die wollen natürlich auch eine soziale Sicherung. Und das garantieren wir auch. Und ich bitte euch, bitte, Klassenkampf ist Geschichte. Hört's auf damit. Die Aktuelle Stunde ist hiermit beendet.